gefährlich. Es ist gefährlich, nicht mit Gott unterwegs zu sein. Manchmal kommt mir das bei uns Christen so vor, als würden wir uns so gern einigeln in unsere kleine Sündenwelt und dann darüber reden, wie wir das überwinden und dann mal so ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen besser werden und dann nehmen wir uns wieder in den Arm und sagen, oh ja, und dann morgen wird es wieder besser und heute habe ich nochmal den Mist gebaut. Und dabei ist das so, wie wir mit den Kindern, wenn wir sehen, wie sie laufen, dann freuen wir uns und wenn es 2 Meter werden, dann jubeln wir. Und so ist es bei Gott auch. Er freut sich über deine 2 Meter und er weint mit dir, wenn du dann hinfällst. Und dann nimmt er dich wieder auf und stellt dich wieder hin. David wird es oft so gegangen sein. Und es war so, dass er ständig Halleluja rief. In Phasen, wo es ihm gar nicht gut ging. Was man oft hört, ist, dass es Menschen hilft, wenn sie Texte auswendig können. Wenn ich sowas höre, so eine Predigt, die mir dann ins Gewissen redet, ich solle doch mal mehr Texte auswendig lernen, damit ich in Phasen, wo es mir schlecht geht oder gehen soll dann in Zukunft, diese Texte in meinem Kopf parat habe. Da habe ich mir gedacht, ich mache heute Morgen meine Textpredigt. Und bevor wir anfangen, in diese Predigt einzusteigen, ich in diesen Text einsteige, lernen wir alle gemeinsam auswendig diesen Text. Also wir lernen alle diesen Text auswendig, so rum. Ja, vielleicht der eine oder andere kennt den schon. Ja, und wir üben das jetzt einfach mal. Ihr müsst den noch nicht mal, ich habe das noch nicht mal mit der Assi vorbereitet. Ich hoffe, du kommst jetzt nicht in Schwitzen und denkst, hätte ich das... Nein, also ich lese euch jetzt mal den gesamten Text vor. Okay? Und dann lernen wir den auswendig und dann schauen wir uns den danach mal an. Ich könnte mir gut vorstellen, der eine oder andere kennt den schon. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Also nicht so lang, oder? Kriegen wir hin, oder? Du stellst meine Füße auf weitem Raum. Wer traut sich das zu wiederholen? Wer kann das schon auswendig? Keiner? Christian. Noch jemand? Ich glaube, Gott würde das gefallen, wenn er wüsste. Noch jemand? Und jetzt zusammen. Du stellst meine Füße auf weitem Raum. Ich hoffe, ihr da draußen konntet ein wenig mitmachen. Ich hoffe, Rüdiger, du kennst den auswendig. Ne? Solltest du. Ja. So ein Plakattext, oder? So ein Text, den man irgendwo so ein Kalender und dann steht das da oben drauf. Und dann liest man das und dann hört sich das toll an und dann sagt man, okay. Drumherum, in diesem Psalm 31, das ist der 9. Vers aus Psalm 31, geht es darum, dass es David gar nicht so gut geht. Also man schreibt das David zu. Letztlich ist dieser gesamte Psalm irgendwie so eine Zusammensetzung von Jeremias Klagelieder. Also das ist ein Zitat. Ja. Also der ganze Psalm. Deshalb war man sich auch nicht so ganz sicher, wie man dem jetzt zuordnen soll, aber man ordnet den Psalm dann dem David zu. Und drumherum, um dieses Du stellst meine Füße auf weitem Raum, beschreibt der Psalmschreiber, dass es ihm gar nicht so gut geht. Und dass er sich bedroht fühlt und dass die Dinge gar nicht so toll laufen. Und dann kommt dieser Satz. Was heißt das überhaupt? Was bedeutet es? Du stellst meine Füße auf weitem Raum. Und wenn ich mir den Text anschaue, dann finde ich es ganz wichtig, dass man ihn richtig übersetzt. Weil die Hoffnung für alle, die gar nicht so schlecht übersetzt. Die übersetzt es so, aber meiner Meinung nach eben gefährlich. Jetzt bin ich frei zu gehen, wohin ich will. Wisst ihr, was für mich das Problem an dieser Übersetzung ist? Das fängt falsch an.
Es ist so wichtig, dass man gerade in solchen Situationen, wie David sie hier beschreibt oder in der David sich befindet und wir uns alle immer wieder befinden, alle in diesen Situationen, wo wir sagen, es läuft gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also ich wünsche mir zum Beispiel seit einer Woche, nur um das mal nicht wieder zu tief zu machen, dass man sagt, okay, es muss immer Leid und Krankheit und Sorgen oder sonst was. Ich wünsche mir eigentlich seit einer Woche oder seit zwei Wochen, dass ich in Urlaubsstimmung komme. Ich kann mich noch erinnern, früher, da war das dann tatsächlich so, da bin ich manchmal dann aufgeregt gewesen, morgen fahre ich in Urlaub. Das ist völlig vorbei. Irgendwie weg. Ja, man ist so bis zum letzten Moment und ich sage immer, ich werde so gern mal so eine Urlaubsfreude. Stellt sich immer erst, weiß ich, frühestens, wenn man am dritten oder vierten Tag da ist. Wie kommt man da so raus? Weil ich die Fabienne dann immer gewählt, ich bin aufgeregt, habe ich ihr dann gesagt. Und dann sagt sie immer, lass mich in Ruhe. Die Aufregung ist weg. Also ich wünsche mir eigentlich, dass es anders ist in meinem Leben. Dass man nicht so bis zum letzten Tag so in irgendwelchen Verpflichtungen drinsteckt, gar keine Zeit hat, an die schönen Sachen zu denken. Aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass du im Moment denkst, naja, aber auf der Arbeit läuft das nicht so und das ist nicht so gut. Aber du kannst ja hingehen, wo du willst. David sagt, du stellst meine Füße. Das fängt mit du an. Wisst ihr, und da sind wir da, wo wir eigentlich das Wichtigste haben. Den wichtigsten Punkt in dem Gesamtpsalm, in dem Gesamttext. Das Wörtchen du. Wir drehen uns immer so in unserem Kram. Wir sind immer so mit uns selbst beschäftigt. Aber wann hat das letzte Mal ein Satz, den du gesagt hast, mit Gott angefangen, im übertragenen Sinne? Ein Satz deines Lebens, ein Satz, der dein Leben beschreibt, deine Situation aktuell beschreibt, wo du sagen könntest, das fängt mit Gott an. Gott ist mir das Wichtigste. Ich lebe gerade Gott mit Leidenschaft. Wann fing es bei dir mit du an, wenn du über Gott nachgedacht hast? Wann war Gott das Wichtigste in deinem Leben letzte Woche? Wann standst nicht du im Mittelpunkt, sondern Gott? Er, der Herr, der dich gemacht hat, der alles gemacht hat. Wann hast du gesagt, Gott, ja, zum Glück bist du da. Zum Glück hältst du alles fest. Und zum Glück bist du das Wichtigste in meinem Leben. Zum Glück habe ich erkannt, dass es nichts Wertvolleres zu finden gibt in diesen Jahren, die ich hier habe. Wann hattest du Tränen in den Augen, als du über Gott nachgedacht hast, so wie Jenny gerade in der Moderation? Im Zweifelsfall schämen wir uns noch für solche Tränen, aber wir sollten begeistert sein, weil Gott unser Herz berührt. Und es hat mein Herz berührt, dich zu sehen, Jenny. Dass es dich berührt, über Gott nachzudenken, wie groß er ist und wie schön er ist, dass er uns begleitet, jeden Moment. Wann hast du das letzte Mal aus vollem Herzen vor Freude geweint, weil du wusstest, Gott ist an deiner Seite? Alles fängt mit du an. Alles fängt mit ihm an. Nichts ist wichtiger als Gott, nichts ist wichtiger als Jesus Christus und nichts ist wichtiger als der Heilige Geist. Nichts, aber wann war es das letzte Mal bei mir so? Dass alles danach kam. Dass alles andere weniger wichtig war. Und wenn die Dinge nicht damit anfangen, Leute, wenn wir nicht das predigen, wenn wir nicht das leben, dann können wir uns den anderen Rest sparen. Wir sind so schnell, dass wir mit Gott hadern, weil es nicht so läuft, wie wir es gern hätten. Wir haben diese Woche bei uns im Hauskreis darüber gesprochen, wir kennen doch gar nicht die Bücher. Wir kennen nicht das Soll und das Haben. In keiner unser Leben ist klar, wie die Bilanz aussieht. Wir können sie nicht ablesen, aber Gott kann es. Er kann es. Er nimmt das Buch deines Lebens und er kann sehen, was kommt da drin vor und er kann diese Bilanz leben. Du und ich,
Wir können das nicht. Und dieser Gott kommt und schaut dich an. Und dann haben wir das gerade gesungen, vorhin in dem Lied, und das ist so wunderbar, dass wir dann erkennen dürfen und erkennen müssen, wie groß unsere Sünde ist. Was für unglaublich schlimme Menschen wir sind. Und wie groß der Berg ist, den wir anhäufen an Mist, den wir bauen. Und wie viel größer Gottes Gnade ist. Wie viel mal größer. Gott nimmt und wischt das alles weg. Da kommt dieser Gott in diese Welt und gibt alles, was er hat. Sein ganzes Leben, alle Kraft. Dass er Blut schwitzt für dich. Der darf kein Hobby sein, dieser Gott. Der darf nicht einfach eine Begleitung deines Lebens sein. Eine Idee, die es schöner macht, die dich ablenkt von dem Wust deines Lebens. Es ist das Alpha und das Omega. Es ist einfach alles. Es überspannt den ganzen Bogen von A bis Z. Immer nur du. Immer nur er. Sag dir das. Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt 4 Wochen in Urlaub fahre, was sage ich den Leuten noch? Eigentlich müsste ich jetzt Amen sagen. Aber der Text ist lang und deswegen müssen wir uns den genauer anschauen. Du stellst meine Füße auf weitem Raum. Das heißt, Gott stellt deine Füße. Letzte Woche habe ich die Jenny mit der Sophie beobachtet und ich habe sie dafür kritisiert, dass sie so stolz darauf ist, dass die Kleine jetzt laufen kann. Guck mal hier. Kennt ihr alle, oder? Also alle, die Eltern sind, die sagten, guck mal, der kann laufen. Der kann selber gehen. Wisst ihr, dass das mit Gott genauso ist? Dass Gott genau das möchte. Dass du auf die Füße kommst. Dass du selber stehst. Er stellt dich hin. Er nimmt dich wie so ein Baby und packt dich und stellt dich auf deine Füße, auf deine Füße. Du stellst meine Füße, sagt David. Er will, dass du stehst. Er will nicht, dass du über den Boden kriechst. Weder wegen deiner Sünden noch wegen der Dinge, die dir im Leben begegnen. Er möchte nicht, dass du den Buckel krumm machst, sondern er möchte, dass du stehst. Und zwar auf deinen eigenen Füßen. Und gehen kannst. Gott möchte, dass du gehst. Aber er stellt dich. Du stellst meine Füße. Ist dir das bewusst? Weißt du, dass Gott dich dahin gestellt hat, wo du gerade stehst? Das ist auch so ein Ding, dass wir oft so gern woanders sein wollen. Dass wir gern irgendwo hinlaufen wollen, wo wir uns schöner vorstellen. Dabei hat Gott dich hingestellt. Und erstmal stehst du da. Wir kommen gleich noch, du musst da nicht stehen bleiben, du solltest da nicht stehen bleiben, aber du stehst nun mal da, weil Gott dich stellt. Und das sollte dir Mut machen. Für jede Situation, in der du gerade steckst. Für jeden Moment, mit dem du zu kämpfen hast, für jede Phase, die dir vielleicht auch gerade nicht so passt, solltest du wissen, Gott möchte, dass du stehst und dass du den Buckel gerade machst und dass du einatmest und ausatmest und sagst, ja, Herr, hier bin ich und du hast mich hier hingestellt und ich nehme das an, weil du es willst. Weil du bei mir bist, so wie wir es gerade gesungen haben. Er lässt uns doch keine Sekunde allein. Was gibt es für einen Grund, da unten rumzukriechen? Es gibt nur einen einzigen Grund, weil es uns gerade gefällt im Dreck. Oder? Ach, Herr, aufstehen. Ist gerade so schön bei den kleinen Kindern. Du hast das Gefühl, die fallen hin und dann heulen sie. Ja, und was hilft ihnen? Dass man sie nimmt und aufstellt. Und genau das macht Gott mit dir auch. Aber wenn du um dich schlägst und dir nicht helfen lässt,
dann kann er dich nicht stellen. Wenn du gerne im Dreck liegen bleiben willst, in dem, was nicht so schön ist, wenn du dich gerade so suhlst in deinem Selbstmitleid und alle Hilfe ausschlägst, vielleicht Gott auch noch anklagst, dann sieh hin und schau, wie er dich aufstellen will. Wie er dich liebevoll nimmt und auf deine Füße stellen möchte. Er will, dass du stark bist und dass du gehst. Auch wenn du 100-mal hingefallen bist und du denkst, ich kann nicht nochmal aufstehen, dann nimmt Gott dich und stellt dich auf deine Füße. Und nicht damit du stehen bleibst, sondern dass du gehst, dass du losgehst, dich auf den Weg machst, und zwar mit ihm. Bist du auf dem Weg mit Gott gerade? Ganz ehrlich, bist du mit Gott unterwegs gerade? Oder machst du so sein Ding, dein Ding? Und Gott ist auch irgendwie da, ja. Es ist gefährlich. Es ist gefährlich, nicht mit Gott unterwegs zu sein. Wir sollten Angst haben vor den Wegen ohne Gott. Nicht Angst haben vor den Wegen mit Gott. Na, Assi, wir wollen nicht wieder Afrika rauskramen, dein Trauma. Hast du ja überwunden. Ja, aber wir haben manchmal Angst, wie wahnsinnig das ist, oder? Angst vor den Wegen, die Gott mit uns gehen will, wo Gott uns hinschickt. Und denke, ich gehe lieber meinen Wege. Da sollten wir Angst haben. Da sollten wir uns sorgen. Natürlich nicht davor, dass Gott nicht da ist, um Himmels Willen. An solche Geschichten möchte ich euch nicht rein. Gott geht auch den Weg mit dir mit. Verstehst du, Gott? Du musst nicht den richtigen Weg finden, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Ich bin fest davon überzeugt, egal für welchen Weg du dich entscheidest. Du weißt noch in meiner Jugend immer, wenn du da in die Disco gehst, da ist Jesus, der geht da nicht mit. So ein Schwachsinn, als wird Jesus da nicht mehr. Jesus ist immer bei dir. Egal, auf welchem dummen Weg du dich jetzt gerade befindest. Aber was das Wunderbare ist, dass du jeden Weg von jetzt auf gleich, egal wo du dich gerade befindest, von jetzt auf gleich, du kannst deinen Weg zum Weg Gottes machen. Du kannst Jesus mitnehmen in dein Leben. Ihn reinholen und sagen, so Gott, ab heute gehe ich mit dir. Ich muss euch nicht daran erinnern, dass das zu unserem Leben hier dazugehört. Die Tage, vielleicht habt ihr es gelesen oder selbst gesehen, war der Ex-Präsident Gauck bei Markus Lanz in der Sendung, kann über die Sendung sagen, oder Markus Lanz oder so, aber dieser Herr Gauck, aber Alter, wenn der dann da sitzt und spricht von der gefallenen Welt, als Theologe spricht, ganz offen, dann sagt uns das, ja, wir leben hier in dieser Welt und diese Welt ist gefallen. Aber du stehst, verstehst du? Du stehst, weil Gott dich stellt. Lass doch die Welt gefallen sein, aber das hat keine Auswirkung auf das, wer du bist und wo du bist. Niemals hat es eine Auswirkung, was um dich herum passiert, wer du bist. Du bist ein Kind Gottes. Das ist alles. That's all. Mehr gibt es nicht. Du bist ein Kind Gottes. Und das bestimmt Gott und du. Und nicht die gefallene Welt. Nichts an dir ist gefallen, verstehst du? Nichts. Weil Gott dich dahin stellt. Mir gefällt auch nicht die Übersetzung, ich kann hingehen, wo ich will. Vielleicht noch jetzt bin ich frei, weil das eigentlich das aussagt, du stellst mich, meine Füße auf weitem Raum. Das heißt, die Welt ist groß mit Gott. Sie ist nicht klein. Und das ist auch so eine wunderbare Botschaft, die Gott uns geben will. Manchmal
kommt mir das bei uns Christen so vor, als würden wir uns so gern einigeln in unsere kleine Sündenwelt und dann darüber reden, wie wir das überwinden und dann mal so ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen besser werden und dann nehmen wir uns wieder in den Arm und sagen, oh ja, und dann morgen wird es wieder besser und heute habe ich nochmal den Mist gebaut. Und das ist doch gar nicht da. Das ist Blasphemie. Das ist Gotteslästerung, weil Jesus war hier. Und Jesus ist hier. Und er hat für deine Sünden alles getan und es ist passiert. So, und jetzt kannst du nach vorne schauen und du kannst um dich rumschauen und du kannst sehen, wie groß die Welt ist. Und davor brauchst du keine Angst zu haben. Die Dinge werden mit Gott immer größer, niemals kleiner. Und wenn du merkst, dass es gerade klein wird und dass es eng wird in deinem Leben und in deinem Denken, wenn du gerade merkst, die Dinge schrumpfen zusammen und es wird gerade so perspektivlos und das Licht wird kleiner, dann weißt du, du schaust gerade nicht in weitem Raum und das ist gerade ein Moment, in dem du dich nicht von Gott stellen lässt. Das ist dieser Lügner. Ich fand das so gut im Hauskreis. Da hat die Sonja am Donnerstag das so einmal so zwischendrin so klar rein und das hat einfach alles, was wir besprochen haben, so zerschnitten, so klar, dass man sich diese Weisheiten immer klar macht. Das ist eine Lüge, dass Gott es nicht gut mit dir meint. Und es ist eine Lüge, dass du mit Gott nicht stehen kannst. Es ist eine Lüge. Und das muss uns klar sein. Der Teufel lügt dich an jeden Tag. Er sagt dir, ach, der kümmert sich nicht um dich. Bleib lieber liegen. Weil wenn du aufstehst, dann fällst du wieder hin und dann ist deine Nase wieder blutig und dann wirst du sehen, wie schmutzig du geworden bist. Also bleib lieber direkt im Dreck. Dabei ist das so, wie wir mit den Kindern, wenn wir sehen, wie sie laufen, dann freuen wir uns und wenn es 2 Meter werden, dann jubeln wir. Und so ist es bei Gott auch. Er freut sich über deine 2 Meter und er weint mit dir, wenn du dann hinfällst. Und dann nimmt er dich wieder auf und stellt dich wieder hin. Und dann machen wir den Schritt und werden erwachsen. Und das gehört dann zur Wahrheit dazu, dass wir dann aufhören, auf uns selbst zu schauen. Die Kinder, die Babys, die dürfen sich mit sich selbst beschäftigen. Aber das Entscheidende, da bin ich mir sicher, dass Gott sagt, ich möchte dir den Blick für den weiten Raum schenken, heißt, dass du nicht mehr nur auf dich schaust. Gott richtet dich auf, weil du einen Job hast. Gott richtet dich auf, weil er eine Botschaft für dich und für den Rest der Welt hat. Er möchte, dass du anderen Menschen davon erzählst, wie es war, als du das letzte Mal hingefallen bist. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Positiv denken und so, ne, aber Leute, das ist doch genau das. Was willst du denn anderen Menschen erzählen von Gott? Was ist denn die Botschaft, die du bringen kannst, die wirklich andere Menschen überzeugt? Was denn? Dass wir irgendwelche Naturgesetze besser erklären können als andere, was auch immer, das ist nicht weiter Raum. Verstehst du, wenn wir weiter Raum ist, wenn du Menschen erzählen kannst, ja, ich bin hingefallen und ich habe mir wehgetan. Und Gott hat mir aufgeholfen. Und jetzt stehe ich hier wieder. Und weißt du, wie oft mir das schon passiert ist? Weißt du, wie oft ich schon im Dreck lag und Gott hat mir jedes Mal wieder hochgeholfen? Jedes Mal. Das ist das, was andere überzeugt. Das ist das, was andere an dir sehen können. Da brauchst du gar nicht reden, verstehst du? Menschen sehen, ob du gerade durch die Welt gehst. Hat der Christian neulich erzählt, wie er im Urlaub war, Menschen beobachtet und er meinte, mit seiner Tochter, mit der Lina beobachten zu können, wer Sport macht und wer nicht, wer gerade geht und wer nicht.
Aber so ist es. So ist es doch bei uns Christen auch, verstehst du? Ich hatte in meiner Jugend jemand in meiner Nähe, so sehr nah, aber meine Freundin von der Fabienne, und dann, da haben wir mal so hingeschaut und haben immer gesagt, oh Mann, so müsste man doch glauben. Da war alles so genau. Da hat man keine Fehler gemacht. Kein Fleisch gegessen, kein Alkohol getrunken. Weiß ich was alles. Und irgendwann traf ein Freund von mir diese Person und dann sagt, boah, da springt der Funke aber so richtig über. Und meinte genau das Gegenteil. Du brauchst gar nicht erzählen von Gott, weil die Menschen sehen, wie du gehst. Verstehst du? Die sehen, dass dich jemand stützt. Die sehen, dass du gerade gehst und dass du weißt, wo du hin willst. Du weißt, woher du kommst und du weißt, wohin du gehst. Und dazwischen gibt es nur eins, ihn. Nur ihn. Oder willst du wieder zurück in dein kleines Leben und mit deinen Sünden kämpfen und gucken, dass es irgendwie besser wird? Gott stellt deine Füße auf weiten Raum. Er hat es immer so gemacht. Vor tausenden von Jahren beim David, und er wird es in alle Ewigkeit tun. Gott ist mit dir. Er trägt dich, wenn du gefallen bist. Und du wirst niemals tiefer fallen als in seine Hand. Aber er möchte, dass du aufstehst und dass du gehst. Dass du gehst und dass du schaust in die Größe der Welt, in die Freiheit, die Gott schenkt, dich für das Richtige zu entscheiden. Es gibt immer die Möglichkeit, sich für die Freiheit zu entscheiden. Und Freiheit bedeutet nicht Freiheit von, sondern Freiheit bedeutet Freiheit für. Für etwas. Du bist frei, dich zu entscheiden, mit Gott zu gehen. Mit ihm zu gehen. Aufrecht und stark. Und er wird dich anschauen und er wird seine helle Freude an dir haben. Und darum möchte ich mit dir beten, dass du Mut gewinnst, dass du Kraft gewinnst, dass du Freude daran hast, aufzustehen, auf deinen Füßen zu stehen, mit Gott unterwegs zu sein und in den weiten Raum zu schauen, in all das, was an Perspektive da ist, dass wir aufhören, klein, klein zu denken und nach vorne schauen mit Gott. Und ich bitte dich dazu aufzustehen. Großer Gott, wir stehen hier vor dir und Herr, da ist so bestimmt der eine oder andere, der sagt, oh, ich habe den Mut nicht. Herr, wir brauchen deinen Mut. Heiliger Geist, ich bitte dich für jeden hier im Raum, der zweifelt, dass er stehen kann. Zeig, Herr, dass du uns aufrichten möchtest. Zeig, Herr, jedem Einzelnen, dass du möchtest, dass er steht, dass er sich erhebt. Herr, und so mancher ist mit dir seit Jahren unterwegs und hat keine Lust mehr. Aber Herr, wir atmen dann diesem Staub, weil wir liegen und wir wissen, dass es nicht gut ist. Herr, mach uns immer wieder neuen Mut. Heiliger Geist, richte uns immer wieder neu auf, damit wir anderen Menschen zeigen können, wie gut es ist, mit dir unterwegs zu sein, wie wohl es ist. Und Herr, hilf uns, dass wir den Blick gewinnen. Öffne uns die Augen, dass wir diesen Raum sehen, in den du uns führen willst. Dass wir erkennen, wie groß die Dinge mit dir sind, wie schön die Dinge sind und wie frei das Leben wird mit dir, wie du uns befreist, dass wir endlich unserer Bestimmung nachkommen können. Herr, wir wollen so gern von dir erzählen. Wir wollen den anderen beschreiben, wie schön es ist,
mit dir unterwegs zu sein. Wie viel Mut du uns gibst, wie viel Kraft du uns gibst, dass du uns immer wieder aufrichtest. Herr, schenk uns Mut, dass wir nicht aufhören zu singen, wie schön du bist und zu beschreiben, was du getan hast in unserem Leben. Wir wollen anderen erzählen, wie groß du bist und was du tust und was du bewegst. Wir wollen aufstehen aus unserem Staub, uns auf den Weg machen und mit dir unterwegs sein. Und du, Herr, du sollst der Anfang und du sollst das Ende von allem sein, von allem, was wir tun. Du bist die Überschrift und du bist das, was trägt. Du bist alles, Herr. Amen.